Herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Wir steigen ein in den zweiten Teil unserer Konferenz Politik zwischen Wirklichkeit und Utopie. Und jetzt ist er da, Chefredakteur und Verleger des Magazins Die Weltwoche. Herzlich willkommen, Roger Köppel. Ich darf Ihnen mit dem Vortrag von Herrn Köppel nun den Vortrag eines Vollblutjournalisten ankündigen. Jemand, der seinen Job mit Herzblut, mit Hingabe macht. Davon kann man sich nicht zuletzt auf seinen YouTube-Videos überzeugen, mit denen er Woche für Woche unter anderem die neue Ausgabe seines Magazins ankündigt und präsentiert. Natürlich beobachtet er auch von der Schweiz aus ganz genau das politische Geschehen in Deutschland. Schließlich führte ihn auch eine seiner beruflichen Stationen hierher als Chefredakteur von der Welt in den Jahren 2004 bis 2006. Und weil es ihn scheinbar nicht ausfüllt, Woche für Woche ein Magazin zu präsentieren, ist er so ganz nebenbei noch Mitglied im Schweizer Nationalrat. Freuen wir uns nun auf seinen Vortrag »Die andere Sicht in Journalismus und Politik«, Roger Köppel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in der Bell-Etage. Zunächst freut es mich natürlich, dass in diesem Kreis ein Journalist noch mit Applaus begrüßt wird. Ganz herzlich, ja, bitte, wir können nicht genug in diesen schweren Zeiten, wo unser Berufsstand immer wieder leider oft zu Recht auch angegriffen wird. Nein, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ist für mich eine große Ehre und Freude, dass ich in München dabei sein kann beim Ludwig von Mises Institut. Ich habe es dem Herrn Präsidenten schon gesagt vorhin, dass ich kein Intensivstudent von Ludwig von Mises war. Aber zwei ganz wichtige Erkenntnisse haben mich doch geprägt und die sind von Mises und das sind wirklich original, also das habe ich mir nicht einfach angelesen, um mich quasi bei Ihnen einzuschleimen, sondern das war ursprünglich, das ist tatsächlich biografisch eingetreten. Die erste Erkenntnis, Ludwig von Mises, wenn ich ihn richtig zitiere, bitte oder wiedergebe, sonst korrigieren Sie mich, die erste wichtige Erkenntnis für mich, als ich junger Chefredakteur war und mit der Frage konfrontiert wurde, wie kommentierst du das politische Geschehen in der Schweiz? Nach welchen Maßstäben gibst du Urteile ab, wählst du die Themen aus, definierst du die Probleme? Folgende Mises-Erkenntnis: Ein Staat, also frei jetzt übersetzt in dem Sinn, frei übertragen, ein Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern verspricht, ihre Lebenslasten zu tragen, das ist ein Staat, der sich übernimmt und das ist ein Staat, der nicht funktionieren kann. Also der Mensch, wir alle sind gezwungen, unsere Lebenslasten selber zu tragen, die Verantwortung eigentlich für unseren Lebensunterhalt zu übernehmen. Und das ist natürlich ein Paradigma, das im Journalismus auch der 90er Jahre noch nicht überall sozusagen zum Common Sense gehörte. Und das Zweite, und das hat mich schwerstens beeindruckt, das war eine Schrift, die ich aus dem Internet herauskopiert habe. Ludwig von Mises, Die Wurzeln des Antikapitalismus. Und in diesem Text war einfach hochinteressant, dass der mir sozusagen die Frage erklärt hat, warum eigentlich alle Journalisten, meine Kolleginnen und Kollegen, warum eigentlich mehr oder weniger alle Journalisten links sind. Und er hat das ja mit diesem Beispiel erklärt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich habe es auch jetzt etwas abgewendet. Die Situation des Journalisten. Stellen Sie sich vor, Sie sind
in die Sekundarschule, also in der Schweiz reden wir von Sekundarschule, sie sind mit Bill Gates in die Sekundarschule gegangen. Und 40 Jahre später sind sie Journalist oder Lehrer oder sie arbeiten irgendwo in mittlerer Stellung, verdienen 100, 150.000 Euro im Jahr. 100.000, ja gut. 80. Ja gut, das müsst ihr da selber übersetzen jetzt in eure Währung, da, die ihr da habt. Und dann sehen Sie plötzlich Bill Gates, mit dem Sie in die Schule gegangen sind. 50 Milliarden US-Dollar. Und vor dem Fernseher Ihre Frau sitzt neben Ihnen. Und Sie spüren, wie sich der Kopf Ihrer Frau wie der Geschützturm eines Panzers langsam rüberdreht zu Ihnen. Und die Frage, wie ein Menetekel an der Wand: Bist du nicht mit diesem Bill Gates in die Schule gegangen? Und langsam kriecht Ihnen wie kalter Nebel das Rückgrat hinauf, die dumpfe Erkenntnis, dass in dieser harmlosen Frage ja die viel kniffligere Frage steckt. Also warum hat er 50 Milliarden und du verdienst nur 100.000? Ihr seid doch zusammen in die Schule gegangen. Und da hat eben Mises gesagt, da gibt es eben nur einen Rettungsanker, einen Befreiungsschlag. Da müssen Sie sagen, ja, ich bin mit Bill Gates in die Schule gegangen, aber ich war eben nie moralisch so rücksichtslos, so gemein. Ich habe nie alles dem Geld untergeordnet. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich bin nicht über Leichen gegangen. Und dann können Sie 10 Sekunden lang aufatmen, in der Hoffnung, Sie hätten Ihre Frau überzeugt. Aber das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, meine Damen und Herren, dass die soziale Mobilität, die Tatsache, dass wir nicht mehr in einer Ständegesellschaft leben, also wo du als quasi kommst, wirst als Bauer geboren, stirbst als Bauer, kommst als Untertan auf die Welt, stirbst als Untertan, dass durch die soziale Mobilität die Möglichkeit, dass Leute reich werden aus eigener Anstrengung, kompensatorisch die moralische Verteufelung des Erfolgs als Beruhigungstablette für jene, die eben nicht dann auf dieser Leistungsstufe vielleicht angelangt sind und vielleicht tatsächlich nicht so rücksichtslos waren. Ich muss mich ja manchmal auch beruhigen, wenn ich Bill Gates im Fernsehen sehe. Dass man eben hier die Möglichkeit hat, mit der Moral sozusagen die Leistungsgesellschaft kompensatorisch sozusagen abzufedern, um sich wieder heimisch im eigenen Leben zu fühlen. Also diese beiden Erkenntnisse für mich interessant im Zusammenhang mit Ludwig von Mises. Jetzt das Thema meines Vortrags ist die andere Sicht in Journalismus und Politik. Die andere Sicht. Und da ist jetzt matchentscheidend, dass ich aus der Optik des Eigentümers und Chefredakteurs der Weltwoche spreche. Die Weltwoche ist eine Zeitung, die vor über 80 Jahren von 2 NZZ-Dissidenten, Abtrünnigen, Journalisten gegründet wurde, gegen den ausdrücklichen Rat ihrer Familien. Und die Weltwoche wurde gegründet als unkonventionelle Zeitung. Unkonventionelle Zeitung. Und unkonventionell, das hieß schon damals, eine Zeitung, die sich immer wieder die Freiheit herausnimmt, die Dinge anders anzuschauen, als sie alle anderen anschauen. Also die intellektuelle Herausforderung, zu dem, was andere schreiben und sagen, immer wieder eine interessante, eine fundierte, eine überzeugende, eine auf jeden Fall gut begründete andere Sicht, eine andere Gegenposition einzubringen. Und die Überlegung dahinter, und ich werde das ausführen in meinem Vortrag, die Überlegung dahinter ist natürlich, dass in einer Demokratie, und die Schweiz ist eine jahrhundertealte Demokratie, dass in einer Demokratie vielleicht etwas vom Allerwichtigsten die Meinungsvielfalt ist.
und damit verbunden auch immer, immer die Möglichkeit, eine andere Sicht zu artikulieren, die auch artikulieren zu dürfen, damit sich nicht eine Einheitsmeinung oder irgendetwas in einer demokratischen Gesellschaft breit macht. Die andere Sicht. Und das war nie definiert im Sinne eines politischen Glaubensbekenntnisses oder eines Evangeliums. Das ist jetzt die Weltbeglückungsphilosophie, die wir da entdeckt hätten. Und wir haben jetzt die endgültig abschließende Wahrheit gefunden, sondern das war wirklich dieser klassische dialektische Ansatz, wie das auch Friedrich Dürrenmatt, ein früher Weltwoche-Autor, einmal beschrieben hat, hat gesagt, ja, die Weltwoche-Autorinnen und Autoren zeichnen sich dadurch aus, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer etwas verändert. Phasenweise war die Weltwoche bei ihrer Gründung Anfangs der 30er Jahre sehr antikommunistisch eingestellt, dadurch etwas deutschlandfreundlich, ab Mitte der 30er Jahre sehr, sehr regimekritisch, was Deutschland angeht. Sehr viele deutsche Autoren sind zur Weltwoche gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Gründer der Weltwoche, dem Sohn von Thomas Mann, dem Golo-Mann gesagt, ich kann Sie nicht als Chefredakteur der Weltwoche anstellen, weil Sie sind mir zu europagläubig und wir schreiben hier aus der Schweiz heraus und Sie kommen aus einer anderen historischen Erfahrung. Und er fand übrigens auch noch, dass Golo Mann zu kompliziert geschrieben habe. Also ich glaube, wenn der Weltwoche-Gründer heutige Historiker lesen würde, dann wäre Golo Mann für ihn geradezu ein Bestseller-Autor im Sinne des populären sprachlichen Duktus, weil heute brauchst du wirklich eine Simultanübersetzung, wenn du an einem historischen Seminar zuhörst, wie dort zum Teil gesprochen wird. Also das ist etwas kontextabhängig. Also die Weltwoche in dem Sinn ein unkonventionelles Blatt, die andere Sicht, Meinungsvielfalt. Das nehmen Sie jetzt natürlich für selbstverständlich. Da sagen Sie, ja klar, ja, ist ja logisch, Meinungsvielfalt, das ist ja das A und O in einer Demokratie. Was soll das? Auch wenn Sie irgendeinen sonst Journalisten fragen würden, die sagen Ihnen alle, natürlich, wir sind alle für die Meinungsvielfalt. Ich habe angefangen 1987 bei der Neuen Zürcher Zeitung als ganz junger Journalist. Und dort haben Sie uns auch gesagt, das Wichtigste im Journalismus ist die Meinungsvielfalt. Und meine Erfahrung war dann in den 90er Jahren, als ich da langsam meinen Fortschritt gemacht habe, dass diese viel besungene Meinungsvielfalt in den Schweizer Medien in Tat und Wahrheit, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, eigentlich eine erschreckende Meinungseinfalt ist. Ich kann mich erinnern, das war so die Endphase mit dem Waldsterben. Also habe ich angefangen. Und da war in allen Zeitungen, also von Spiegel, Schweizer Fernsehen, das war von A bis Z Waldsterben. Also wir hatten schon Bilder in den Zeitungen, wie unsere Skigebiete in den Bergen oben nur noch so Geröllhalden sind, weil keine Bäume mehr da sind, die die Felsen zurückhalten. Und das heißt, wir müssen Berggebiete evakuieren. Das wurde damals in den Medien so gebracht. Heute lachen wir darüber. Ich muss Ihnen sagen, damals gab es eine Fernsehdokumentation über die Schweizer Armee. Und dann haben sie den Generalstabschef der Schweizerischen Armee, also unseren obersten Offizier, in den Bergen interviewt zum Thema Waldsterben. Und der Mann hieß Zumstein. Und dann sinnigerweise. Und dann haben sie ihn also in einem so in so einer Berggeröllhalde, haben sie ihn da schon, Sie sehen schon, oder? Der Journalist hat schon quasi die Zukunftsperspektive durch die Bildperspektive quasi schön ausgewählt. Und dann haben sie diesen Zumstein gefragt, Herr Generalstabschef, was macht die Schweizer Armee, wenn das Waldsterben hier alle Bäume kaputt gemacht hat? Dann sagt Zumstein, das ist für die Schweizer Armee kein Problem. Wir sind uns gewohnt, in unterschiedlichsten Terrainbedingungen zu kämpfen. Und nötigenfalls werden wir die Uniformfarben von grün auf grau wechseln.
Sie sehen, ein bewundernswerter Pragmatismus. Nein, was ich damit sagen will, die These, dass vielleicht die Bäume in den Bergen oben nicht kaputt gehen könnten, die war damals gar nicht präsent. Das war einfach, weil alle haben das geschrieben, alle haben das gesendet, alle haben das einander nachgeplappert und ich bin überzeugt, im Schweizer Staat haben sie gewaltige Stäbe aufgebaut. Dutzende von Personen haben sich vermutlich mit dem Notfallsszenario baumfreie Alpen auseinandergesetzt und Evakuationsszenarien auf Kosten des Steuerzahlers entwickelt. Merken Sie etwas? Das passiert, wenn plötzlich alles in die gleiche Richtung marschiert und niemand dagegen hält. Das ist jetzt ein Beispiel. Nehmen wir andere Beispiele. Nehmen Sie mal die Diskussion um die grüne Gentechnologie. Ich sage jetzt nicht, man muss für die grüne Gentechnologie sein oder gegen die Gentechnologie. Ich habe in den 90er Jahren ein Interview einmal gemacht mit dem ETH-Forscher Ingo Potricus, ein deutscher Biologe, ein Genie, der in den Vereinigten Staaten in den Medien mit seinen Forschungen zum Vitamin A-Reis auf dem Cover des Time Magazine abgefeiert wurde. Da habe ich gedacht, das ist unglaublich. Was, der ist an der ETH Zürich, den muss ich sofort interviewen. Habe ich den interviewt, hat er sein Projekt erklärt, warum die grüne Gentechnologie aus seiner Sicht etwas Gutes ist, warum er als Flüchtling aus Ostpreußen mit seiner Familie die Gentechnologie einsetzen möchte, um bessere Zuchtmethoden auch in der dritten Welt herbeizuführen. Also, ich würde sagen, hochintakte Motive, geerdet in einer schwierigen Lebenserfahrung, die er gemacht hat. Sie können sich nicht vorstellen, was nachher auf meiner Zeitung los war, beim Tagesanzeiger, das ist das Gegenstück zur Süddeutschen Zeitung, als dieses Interview erschienen ist. Ich wurde quasi exkommuniziert aus dem das geht doch nicht, was ist denn das für eine Provokation? Was gibst du dem eine Plattform? Auch da, ich spürte als Journalist diese viel besungene Meinungsvielfalt, die gibt es gar nicht. Und wenn Sie dann in die Innenpolitik wechseln, Schweizer Politik, war immer klar, welche sind die Guten, welche sind die Bösen, welche sind die guten Parteien, welche sind die bösen Parteien. Sie sahen es dann bei, als George W. Bush kam, vom ersten Tag an in den Medien Deutschland, Schweiz, das ist der Teufel, dann plötzlich die gleichen Leute, die Bush angegriffen haben, als Obama kam, wandelte sich der ganze journalistische Zirkel zum fahnenschwenkenden Fanclub von Obama, hat sich das sofort hat das gedreht und heute die genau gleichen Bewegungen. Ich dachte, irgendwann ist einmal fertig mit diesem Mainstream. Irgendwann nützt sich das doch ab. Aber das können Sie vergessen. Ich war 2016 im Urlaub mit meiner Familie an der italienischen Küste. Und ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt nicht intensiv mit dem amerikanischen Wahlkampf beschäftigt. Ich habe gedacht, dieser Blonde da, das kann es ja nicht sein, der hat irgendwie geschäftliche Probleme, oder? Der sucht ein neues Businessmodell, der macht jetzt so eine Art Promotion, aber es ist ja unmöglich, dass ein Donald Trump in den USA gewählt wird, das ist gar nicht möglich, weil der Mann ist ja hoch verschuldet oder der hat ja seine Firma schon verloren, ich weiß es nicht. Hatte so diese typische Haltung, die mich heute vermutlich als vorbildlicher Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Fernsehstation auszeichnen würde. Und ich saß dann also da nichts ahnend beim Frühstückstisch und las die New York Times, Sommer 16. Und da muss ich sagen, das war ein Megafon von Überheblichkeit, Herablassung, weil dort Trump dann schon nominiert war, er war schon im Rennen und so. Und die unglaubliche Arroganz, mit der hier diese Journalisten über diesen Trump geschrieben haben. Und jetzt geht es nicht um Trump. Trump ist ein krasser Amerikaner, ist ein Hypernarzisst. Aber die interessante Frage wäre doch gewesen, ja, wenn der Mann so schlecht ist, wie wir hier schreiben, seit Monaten, frenetisch, warum sind dann doch so und so viele Amerikaner bereit, da mitzumachen? Und dann bei der Wahl wurde es noch stärker.
eine fast schon, ich habe es im Schweizer Fernsehen gesehen, die Journalisten haben alle Kameras im Hauptquartier der Demokraten stationiert. Und dann war die Diskussionsrunde im Fernsehen und sie konnten es den Gesichtern ansehen. Plötzlich nahmen sie die gleiche Farbe an wie die graue Hintergrundfläche im Studio. Mit jeder Stimme, die Hillary Clinton nicht machte, sackten die in sich zusammen. Wie? Und ich dachte, du, haben die Aktien bei Hillary oder was ist denn das Problem? Haben die da eine Wette gemacht? Wissen Sie, diese Journalisten dort, ich will jetzt gar nicht auf die speziell eingehen, die waren offensichtlich gefangen in ihrem eigenen Mainstream, in ihren eigenen Gedankengebäude. Die haben das gar nicht mehr für auch nur schon theoretisch möglich gehalten, dass so etwas möglich ist, wie das dann passiert ist in diesen Wahlen. Und vor allem haben sie sich ja dann auch nicht die Frage gestellt, was ist denn das für ein Phänomen, wenn diese Amerikaner jetzt plötzlich diesem Trump die Stimme geben. Und man hat das einfach nur verteufelt. Aber auch hier, es geht nicht um Trump. Ob sie den gut oder schlecht findet, das kann jeder selber beurteilen. Aber interessant ist, dass hier ein ganzer Berufsstand nicht mehr seinen Beruf ausgeübt hat, nicht mehr berichtet hat, geschrieben hat, was ist, wenn wir einen berühmten deutschen Verleger zitieren, Rudolf Augstein, sondern diese ganze journalistische Szene war Partei in einer politischen Auseinandersetzung um Trump. Das hatte mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das war eine Gleichförmigkeit in einer politischen Auseinandersetzung. Ich will jetzt nicht in die aktuellen Beispiele hineingehen. Reden wir von Migrationspolitik, Deutschland 2015, der Spiegel, große Titelgeschichte, jetzt kommen die Fachkräfte und so weiter. Eine kollektive Lichterkette der Medien, völlig distanzlos. Übrigens, viele der gleichen Medien werfen jetzt der Kanzlerin vor, ganz groteske Fehler gemacht zu haben, die aber die gleichen Medien vor 3 Jahren noch hochgejubelt haben. Also da muss so viel auch zum Thema Beweglichkeit. Aber auch hier, nicht die Tatsache, ob man das gut findet oder schlecht, ist das Thema. Das Thema ist diese beunruhigende Gleichförmigkeit, diese beunruhigende Gleichschaltung. Und jetzt kommt die Gegenthese. Einige von Ihnen, die die Weltwoche kennen, vielleicht auch kritisch sind mir gegenüber, werden jetzt sagen, ja, das sind jetzt diese typischen Köppelsprüche. Ja, die andere Sicht, ja, wenn alle anderen schreiben, die Erde ist rund, dann schreibt Köppel, die Erde ist flach, dann schreibt die Weltwoche, die Erde ist flach. Wenn alle sagen, diese Wand oder dieser Anstrich ist gelb, dann schreibt er, das ist rot oder irgendwie so etwas. Meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Wobei es erstaunlich ist, wie oft sie instinktiv automatisch richtig liegen, wenn sie einfach mal das Gegenteil behaupten von dem, was in den Medien drinsteht. Nein, das ist eigentlich fast schon beunruhigend. Aber das ist nicht das entscheidende Thema. Die andere Sicht, das Nein, die Gegenthese, ist etwas vom Allerwichtigsten, nicht nur in den Medien, nicht nur in der Politik, sondern im Leben, in der Wirtschaft, in der Familie überhaupt. Warum? In einer Demokratie, in einer Familie, in einem Unternehmen, in einem Verband, im Leben müssen Sie Entscheide treffen. Viele von Ihnen sind Führungskräfte, damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen. Was ist der gefährlichste Moment, wenn Sie eine Entscheidung treffen? Richtig, wenn alle im Raum gleicher Meinung sind. Wenn der Chef kommt, ich habe das auch schon erlebt, in Geschäftsleitungssitzungen, der Chef präsentiert, dann die Geschäftsleitung. Nein, also, Chef, brillant. Also, wie Sie das wieder auf den Punkt gebracht haben, nein, großartig. Also, wirklich eine tolle Strategie. Und alle anderen so, ja, nicken. Das sind die Momente, wo die Gefahr von Fehlentscheidungen am größten ist. Sie müssen in jeder Führungssituation, Journalismus, wenn Sie entscheiden, worüber Sie schreiben, wenn Sie in der Firma eine Entscheidung treffen müssen, müssen Sie als Verantwortliche dafür sorgen, dass diese Form von
Gleichförmigkeit, von Meinungseinfalt nie stattfinden kann, wenn Sie den Dissens nicht haben, wenn Sie die andere Sicht nicht haben in Ihrem Gremium, dann sind Sie als Chefin, als Chef dafür verantwortlich, dass diese Gegensicht kommt. Weil wenn sie nicht kommt, dann sind Sie unfähig, einen Sachverhalt 360 Grad zu beurteilen. Sie sehen es nur einseitig und Sie werden dadurch schlechte Entscheidungen produzieren. Jetzt in der Politik ist das genauso wie im Geschäftsleben. In der Schweiz, wenn wir darüber diskutieren, ob wir eine Personenfreizügigkeit mit der EU wollen, als Schweiz, und alle Zeitungen beten, predigen, sehnsuchtsvoll, mit einem Alpenglühen in den Augen geradezu, diese Segnungen des freien Personenverkehrs, die faktische Unmöglichkeit, überhaupt nur eine Gegenposition einnehmen zu können, übrigens das Gleiche wie bei Trump, das war nicht mehr eine Auseinandersetzung kritisch der amerikanischen Medien mit Donald Trump. Die amerikanischen Medien, auch die deutschen, auch die schweizerischen, haben so geschrieben, dass Trump eigentlich gar keine Alternative mehr ist in der amerikanischen Demokratie. Also quasi jeder, der Trump wählt, hat entweder ein Kindheitstrauma gehabt, einen Charakterfehler, ist ein Rechtsextremer oder sonst irgendwo eine verrechtliche Position. Also die Medien haben ein Klima hergestellt, in dem es gar keine Wahlalternative mehr gab. Es gab eigentlich nur noch Hillary Clinton. Und das ist genau das Problem. Wenn Sie also so sogar noch moralisieren, dass diese alternative Denkmöglichkeit weggebracht wird, dann sind Sie auf gefährlichem Terrain. Und in einer Entscheidungssituation ist es enorm wichtig, alle Seiten zu sehen. Nur so können Sie eine vernünftige Entscheidung treffen. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, come on, ich meine, das sind ja Selbstverständlichkeiten, die Sie uns da predigen, Herr Köppel. Ich meine, das weiß ja jeder. Ich meine, was soll das? Die andere Sicht ist ja völlig normal, habe ich in meinem Betrieb auch. Ja, sind Sie sicher? Machen Sie mal den Test in einer Gesprächssituation, in einer Sitzung. Wenn sich alle gegenseitig auf die Schultern klopfen, wenn sich alle einig sind, wer die Bösen sind und wer die Guten, wenn sich alle auf die Schultern klopfen und sagen, welches Islambuch voller Fehler sein soll. Haben Sie die Anspielung bemerkt, Herr Sarrazin? Wenn sich alle einig sind, dass das ganz schlimm ist und das ganz gut, stehen Sie mal in der Situation auf und sagen Sie, Entschuldigung. Ich habe feindliche Übernahme gelesen und ich muss Ihnen sagen, das ist jetzt das beste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. So authentisch beschrieben, aus der persönlichen, intellektuellen Lebenserfahrung des Autors. Er überprüft seine eigenen Thesen kritisch. Oder die Strategie, die er hier vorschlägt, die von dem Vorgesetzten da gepusht wird, ist die schlechteste Strategie, die ich je in meinem Leben gehört habe. Sagen Sie das mal, machen Sie das mal in so einer Runde. Oder sagen Sie mal, also ich hatte den Eindruck, in Chemnitz waren also nicht 500% Rechtsextreme auf den Straßen. Schauen Sie da mal, was in dieser zuvor freundlichen, schulterklopfenden Runde passiert. Die zuvor heiteren Gesichter verfinstern sich, Augen schließen sich zu Schießscharten. Die Betriebstemperatur im Raum sinkt dramatisch. Sie erleben eine Szene wie in diesem berühmten Film, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, The Day After Tomorrow. Kennen Sie diesen Film? Der handelt von einem Klimazusammenbruch auf der Welt, dass, weil ein Teil des Südpols sich abspaltet, kommt es zu einer Blitzeiszeit in Nordamerika. Und da gibt es diese Szene mit dem Helikopter, der in der Luft innerhalb von Sekunden gefriert und abstürzt. Und das ist die Erfahrung, die Sie machen werden, wenn Sie die andere Sicht in dieser Runde einbringen, meine Damen und Herren. Ja, es ist eben nicht so, meine Damen und Herren, wie wir uns das immer so gern einreden, wie tolerant, wie pluralistisch, wie offen wir für andere Meinungen sind. Nein, der Mensch möchte bestätigt werden, Gruppen möchten Recht haben und Mehrheiten, vor allem wenn sie an der Macht sind, werden immer autistischer, werden immer eingenommener von sich selbst,
reagieren immer allergischer auf abweichende Sichtweisen, manövrieren sich immer mehr, graben sich immer tiefer ein in das, was sie für richtig halten. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Es ist in Firmen gefährlich, es ist in Staaten gefährlich, und wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir in Deutschland, in der Schweiz, in Europa gefeit davor wären, in solche hermetischen Filterblasen zu geraten, in denen wir, ohne es zu merken, die andere Sicht gar nicht mehr zulassen. Und jetzt kommt die Aufgabe des Journalisten, jetzt kommt die Aufgabe des Politikers, jetzt kommt die Aufgabe des Autors und Intellektuellen, jetzt, meine Damen und Herren, kommt Ihre Aufgabe als Bürgerinnen und Bürger. Es ist demokratische Pflicht in einer Demokratie, immer, womöglich und nötig, die andere Sicht einzubringen. Immer und immer wieder Gegensteuer zu geben, wenn bestimmte Gruppen in ihrer Interpretation der Wirklichkeit zu selbstbewusst werden. Journalisten haben hier eine ganz spezielle Verantwortung, weil ich habe Ihnen das Bild geschildert. Ich meine, wir leben jetzt in einer kafkaesken, also ich bitte um Entschuldigung, ich bin Schweizer, nobody's perfect, ich schaue das von außen an. Aber wenn ich sehe, wie ein Verfassungsschutzbeamter, der das wiederholt, was ein Generalstaatsanwalt gesagt hat und was offensichtlich zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, sogar amtlich beglaubigt war, wenn der jetzt sich einer Diskussion stellen muss, ob er seinen Posten räumen muss, weil er die Wahrheit gesagt hat, dann sind wir in einer Art kafkaesken Situation in der Öffentlichkeit. Und dann haben Sie ein Beispiel dafür, was passiert, wenn einer den Gottesdienst stört. Dann haben Sie ein Beispiel dafür. Und ich meine, ich kenne Thilo Sarrazin jetzt auch schon lange. Und als ich das gesehen habe, als er mit dem Buch kam, Deutschland schafft sich ab, und plötzlich sagten sie da in den obersten Etagen der Regierung, oh, das ist also schon kein hilfreiches Buch. Ja. Natürlich ist das kein hilfreiches Buch, weil dieses Buch ja genau das kritisiert, was die Leute da oben in diesen Teppichetagen gemacht haben. Ist es ein unerfreuliches Buch für die? Und da hat man auch versucht, einfach mit so ein paar Bemerkungen, den Satz zu sagen, also wenn dann der kommt, dann müsst ihr dann die Straßenseite wechseln. Ist also kein hilfreiches Buch. Und ich will hier überhaupt nicht über die deutschen Politiker sprechen. Das wäre in der Schweiz genau das Gleiche. Das läuft auch so ab. Das läuft unterschwellig ab. Und ich bringe diese Beispiele. Erstens zeigen sie, dass es nicht funktioniert, eine gute, eine richtige Botschaft, die gegen Steuer geht, gibt. Die kommt auch durch, die wird gehört, die kann nicht unterdrückt werden, die produziert sogar einen Bestseller, mehrere davon. Aber es zeigt, dass es wichtig ist, vor allem auch jetzt für uns Journalisten, hier immer wieder dieses Gegensteuer zu geben, hier etwas die Bresche aufzuschlagen oder etwas weniger martialisch ausgedrückt, die Fenster zu öffnen, dass wieder etwas Frischluft in die abgestandene Luft hineinkommt. Und das ist etwas, was ich jetzt aus meiner journalistischen und auch politischen Erfahrung, es wurde angetönt, ich bin seit ein paar Jahren auch Abgeordneter in der Schweiz, das ist in der Schweiz möglich, da können Sie Milizpolitiker im Nebenamt sein, also Sie werden nicht automatisch korrupt, wenn Sie im Parlament dabei sind. Sie geben nicht automatisch ihr Rückgrat oder Ihren Charakter oder Ihr Hirn ab, wenn Sie an der Portierloge des Bundeshauses hineingeben, ist hier auch nicht so. Aber unsere Parlamentarierposten sind schlechter bezahlt als in Deutschland, darum haben wir weniger materielle Anreize. Nein, aber es ist ganz wichtig, dass Journalisten, Politiker, Bürgerinnen und Bürger hier immer wieder Gegensteuer geben, um diesen Verhärtungen, diesen Vereinseitigungen sich zur Wehr zu setzen, damit auch andere sich wieder trauen, offen zu reden, weil die Meinungsmacht der Mehrheiten ist immer erdrückend und diese Situation, wie ich sie mit diesem Film geschildert habe, ist eben eine Situation, die man immer wieder erlebt. Und das ist in der Summe für mich heute eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die ich als Journalist und eben als Politiker für mich jetzt da in dem Sinn als verbindlich oder als leitend erklären würde. Dagegenhalten, immer wieder die kritische Sicht bringen, immer wieder dort
wo sich die Inquisitorengesichter zu Wort melden. Dort, wo die Selbstverständlichkeit dessen, was man denken und sagen darf, in einer derartigen automatistischen, um nicht zu sagen autistischen Selbstverständlichkeit stattfindet, dort muss man dagegenhalten, dort muss man die kritischen Argumente bringen, dort muss man die kritischen Fragen stellen. Das ist Demokratie, das ist Widerstreit der Ideen, das ist Wettbewerb, das ist Auseinandersetzung, das ist intellektueller Fortschritt und das ist der Grund, warum ich sage, Gegensteuer geben, die andere Sicht ist die wichtigste demokratische Bürgerpflicht. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.